Okay, Was Stone kämpft ist dagegen fast da. was? Ich sehe drei Ankylos, Sigilzantiger, ein Skorpion, noch ein Skorpion, noch ein Skorpion, Adler, noch ein Adler, noch ein Adler, noch ein Skorpion, noch ein Sigilzantiger, einen Rex. Das ist ein episches Deathmatch. Ja, die geben sich echt, ey. Krass. Ich hätte den Säbelzahntiger da raus. Ja, von da sind noch 20 Sigilzantiger. Komm schon, Kuri, fahr hin, hol ihn. Da hinten ist auch so ein Duetikirus. Level 15, den könnte man sich holen. Ja, ein bisschen weiter reinfahren, vielleicht finden wir da den Eisschollen noch irgendwas. Vielleicht sind die bis dahin hier fertig gefightet. Also ich hätte eine Idee. Okay. Da hinten ist so ein Duetikirus, auf wen ich gesprungen bin. Die sind sehr gut, um Steine zu farmen. Das sind die besten Steinfarmer im Spiel. Ach, du meinst diese kleine Gürtelmaus da? Schieß sie Willst du an, Elvis, lock sie du auf. willst. Schieß sie an, lock sie aufs Boden. Ja, aber warte, warte, warte. Ist sie überhaupt effektiv gegen, wenn ich den Panzer treffe wegen dem Zähmen? Oder T-Rex Schieß sie an. kämpft, glaube ich, nicht mehr. Schieß sie an, fress mal an. Hab ich, hab ich, hab ich. Ja, kommt er. Hier liegt ein toter Skorpion auf dem Boden. Ist da. Alter, er macht. Jetzt. Ja, das ist einfach. Ich jetzt versuche, unten den Panzer zu treffen. Seine Beine. Ja, ich bin sicher, dass wir das überhaupt so zählen können. Kann man die Pfeile nicht, einsammeln? Ja, der hat die Dings zerstört. Die Räucherkammer mit einem Schlag. Glaube ich. Und wo sind die Items? Das weiß ich nicht. Scheiße, die sind runtergefallen. Ich brauche kaum noch Betäubungspfeile. Ich hab nämlich noch 12. Die Frage ist wegen. Ob wir. Gut, aber wenn die Items runter sind, wird's eh schwer. Also du kommst dran. Mit. Die Items auf jeden Fall nicht hier lassen. Ja, ich glaube, ich sehe sie. Okay, das Raum kommst du. Hab's. Jo, hab's. Okay, geil. Ja, weiß ich, wollen wir lieber Säbelzahntiger als das komische Ding hier fangen? Das will ja nicht so ganz viele sagen. Wir können auch erstmal mit den Händen anschauen.
Aber ich hab kaum. Ich hab noch 12 Pfeile, ey. Das könnte langsam da mit den Säbelzahntigern knappen. Ja, kein Spaß mit dem Schlag mit der Hand. Okay. Dann Vorwärter. Was wieder genommen hat. Ich weiß auch gerade heftig, was das für ein Schlag ist. Ich werde diesen Fluss vorbei, ich bin so kurz rein, dann wechsle ich den Fluss. Aber dafür auch einen Sattel bauen. Jo. Der ist der beste Steinfarmer, oder was? Ja. Aber nicht so gut für Metall, oder? Nee, für Metall nicht, aber für Stein. Okay, also können wir theoretisch gesehen, wenn wir zum Beispiel mit auf Tour gehen, den über den mitnehmen, ist halt eher für die Steine, oder? Okay. Wie viele Pfeile hast du noch? 10 insgesamt. Okay, also auf einen Säbelzahn könnte vielleicht noch reichen. Sag, ich treffe ihn mit dem Golos, bevor er das 4 bringt. Stimmt. Sonst müssen wir wieder Dings machen. Müssen wir wieder Pfeile machen. Pass mal auf das 4 auf, damit es nicht umfällt. Oh jo, das ist dann ein bisschen. Naja, also dann mal die Pass drauf auf, dass der Ding sich auffüllt. Pass drauf auf, dass wir finden. Da ist, glaube ich, ein Mammut, da wird nur noch das 40er sein. Aber was Kleines nehmen wir den Mammut. Ich sehe es nicht ganz. Aber nicht so nah ran, da sind ein paar Dinos. Immer noch das Zeichen. Ja, das ist auch schade. Ich glaube, da müssen wir weiter rumfahren, um zu Wölfen zu kommen. Ja, genau hier da was wir. Achso. Peter! Wo ist hier von Peter geführt, oder? Hier von. Also hier war Peter auch weg da. Hier. Oh, da hinten ist ein Deiner bei Level 20. Oh, wäre eine Option, ja. Also ich könnte hingehen und mit einem Pfeil anschießen und mit einem Ziel klopfen. Gut, du schaffst, ja. Okay, du willst ihn über den locken, er rennt weg. Fuck. Ja, der macht aber.
um einen Kampf geht. Oh ne. Wie es aussieht, so ein ganz kleiner Kuri am Horizont. Ja, ich habe gehofft, dass ich den Wolf da die Aggro auf mich bekomme, damit der Wolf. Ey, die kämpfen hier bald. Du bist auch ein Wolf, der gegen irgendwas kämpft. Sieht aus wie ein Affe. Hier ist noch ein gutes Pferd. Der Wolf und die Seefizze. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ist der eine hoch oder was? Fuck. Fuck, 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 fuck. Alter, hinter mir, zwei Seelenzentiere. Ich weiß. Ah, und noch ein Wolf. Hast du normale Pfeile? Nein, ich hatte nur Betäubung. Ja, okay, scheiß drauf, schieß auf deinen Köpfen. Wir wollen den Wolf. Oh fuck, bin da runtergefallen. Oh. Ja. Voll gebe ich nicht mehr. Ach, die scheiß Viecher greifen den Volley-Rino an. Ich versuche mal, die Akku vom Wolf noch mal zu ziehen. Ja. Mach das. Stimmigkeit-Dödel. Dödel-Dings hier essen. Essen, sag ich schon. Narko-Bären geben. Da kommen wir. Da kommen wir. Wolf. Wenn du das Wollrino mitbringst und diesen anderen komischen Scheiße-Spucker da. Alle stirbt der eine oder andere Wolf. Jo, ich hab die Akku vom Wolf. Ist sehe schon. Ein Wolf vom Wolf. Ich muss das dafür sorgen. Hilfe, damit ich nicht verrecke. Die Bolas noch hast, wäre natürlich noch mega cool. Der backt da fest, oder was? Ja. Oh, ich merke langsam, dass mein... Jo, er ist nicht mehr festgewirkt. Ist auf jeden Fall aber gleich hier weg. Kommt er hoch? Nein. Müssen wir langsam weg, ich hab schon minus 12 Grad, mein Leben geht gerade extrem runter. Boah, ich verreck gleich. Scheiße, scheiße, scheiße. Das ist nicht ganz so einfach, die alte Wiesn, aber leider nicht mal alle alleine. Wenn nur so ein Wolf wäre, das echt einfach. Was ist der Wolf denn? Ist weg, aber willst du ihn echt noch mitnehmen? Nein, der ist da. Oh, ich fall auch noch raus, ey. Okay, jetzt. Von Pass. Ja, von. Achso, kannst du dich wieder spawnen? Okay, ich lebe noch. War nicht mehr lang. Was ist der fucking? Was ihr wollt? Wir hatten mehr Lampen. Ja. Echt, dass wir nicht erstmal wegfahren und unsere Sachen. Nicht erstmal auftauen. Warum ich einen Vogel habe? Könntest du mir die Betäubungsfalle verbringen? Wir sind im Schrank.
Da kommt ein Segelzahntiger. Ich hab keine Betäubungsfeuer, ich hab den Schrank getan. Vielleicht oben. Nee, ich bin eh down. Ja, keine Chance. Also 3 Minuten cooler. Ich habe keine Betäubungsfeuer. Ich muss auf den Schrank gehen. Im Schrank ist noch los. Es greift mehr als das Räufchen. Scheiße. Oh Mann, er geht einfach runter in den Schrank, erstmal einen Bogen, den will ich noch ab. Wenn das Bett ganz lassen würde, wäre geil. Das stimmt. Ich brauche mal kurz bei der Base. Oh, ich glaube, ich habe auch einen zufälligen Ort ausgewählt. Und ich bin gespawnt. Jo, irgendwo, nirgendwo. Yeah, geil. Was ich dir so anfangen? Es kann eh nur einer oben spawnen. Hier jetzt einfach das Fluss zerstört. Also, als ob das sein müsste, weißt du? Hier sind nur Pflanzen und was, ich will sterben. Ich will bei der Base spawnen, meine Freunde. Tötet mich. Hier sind überall nur Dings, ey. Überall nur Pflanzenfresser. Bett kaputt. Okay. Ich habe wahrscheinlich mein Bogen vergessen. Okay. Und das Schwert. Oh nein, das Schwert. So viel Metall. Eins im Dorf rumsteht, ja, bestimmt. Solange es nicht die Domina ist. Hier ist ein Fluss, das heißt Fluss. Okay, warte. Ich habe halt nur nichts an. Ich werde wahrscheinlich ziemlich früh drauf gehen. Wo bist du? Tante Maria. Ach, das Floß, ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist unser. Das war unser Floß. Den bedient uns Gold an. Ich kann einen Floß mit Segel nicht fahren. Kann man eigentlich, könnte man theoretisch gehen auch ein Tor auf das Boot bauen? Ja, könnte gehen. Dann könntest du eigentlich, manche fliehen ja bevor sie sterben, könntest du, wenn du das Tor aufmachst und sie reinlaufen, das Tor zumachst, könntest du nicht mehr fliehen. Hm.
Ich sag immer noch, dass es sehr vorteilhaft wäre, eine Etage höher, links und rechts eine einzige Plattform mit Leiter zu bauen, wo man sich draufstellen kann. Ja, das wäre wahrscheinlich. Soweit. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Sogar zählen können. Oh Mann. Auf ihre Macht berufen. Da konnte ich schon schauen. Freue mich schon ein bisschen drauf. Im März nächstes Jahr der Power Rangers Film.
Der sieht irgendwie geil aus. Und der würde ich gerne reingehen. Ich feiere irgendwie Power Rangers Filme. Weiß auch nicht. Finde ich ganz cool. Für mich wird nächstes Jahr erstmal das Highlight Horizon. Als Spiel. Das Spiel. Ja. Werde ich mir nicht. Werde ich mir nicht kaufen. Wenn meine Freundin zu übelst hyped und es spielen wird, dann brauche ich es nicht noch spielen. Oder besser gesagt, ich brauche es nicht kaufen, dann nur verleihe ich es mir aus, wenn sie durch ist. Ja, sieht übelst cool aus mit den Roboter-Dinos. Ja. Und dem ganzen Kampfsystem. Sah gut aus, warten wir es mal ab. Das war ja auch eine Story. Also. Bin mal auf Dings gespannt, auf wie heißt es, Red Dead Redemption oder so. Ich hab noch nie eins von gespielt. Also sollte ja angeblich gut sein. Du musst den ersten Teil unbedingt spielen, also Red Dead Redemption. Okay. Kommt ja Red Dead Redemption 2 raus. Genau, mach ich ja nächstes Jahr. Boah, okay, das hype ich auch. Du stellst dir einfach wie GTA in den Westen vor. Ja, ich weiß, haben viele erzählt, ja. Soll gut sein. Oh, ich auch so ein bisschen auf Ghost Recon freue. Ghost was? Ghost Recon Wildlands. Ach so, Ghost Recon. Ja. Weil das sieht auch ziemlich geil aus, finde ich. Davon habe ich noch gar nichts gehört. Oh, das Spiel soll so riesig sein. Das hat 21 verschiedene Biome. Jedes Biom ist unterschiedlich von Schnee bis Wüste, aber alles besitzt auch eine riesige Stadt. Also kannst du dir auch vorstellen, wie riesig das sein muss, das Spiel. Die meinten, so eine Stadt in einem Biom kommt so ein bisschen wie Los Santos bei GTA. Und davon 21 Städte. Und das ist halt, was ich ganz geil finde, also du spielst im Prinzip so einen Trupp, der halt so das Drogenkartell aufhalten muss. Und halt in jedem Gebiet, wie bei Mordor Schatten, wenn du es damals gespielt hast, gibt es halt in jedem Biom so ein eigenes kleines Kartell, was du zerstören kannst. Wie du zerstörst, egal. Dich einschleust, mitmachst, die einfach platt machst, das ist vollkommen dir überlassen. Wenn eine Mission startet, kannst du auch immer entscheiden, durch die Wand fahren, wegsnipen, nachts, tagsüber, dich vorher ein Undercover reinschleichen. Du kannst die Mission in so vielen Varianten alle spielen. Und man kann die Story mit bis zu 4 Leuten spielen. Du bist halt so ein Vierer-Trupp, immer. Und wenn wir beides haben, kann ich dir beitreten und bin halt im Prinzip, ich ersetze einfach einen von den Vierer-Truppen. Dann können wir zusammen die Mission spielen. Das ist ganz cool. Es gibt bis zu 4 Leuten. Finde ich eigentlich ganz interessant. Okay, guck mal gerade so ein Gameplay-Trailer an. Wie die da irgendwie aus einem Hubschrauber springen. Ja. Bei mir war hier gerade noch ein Boot. Ja, das ist weggepackt. Das sah verdächtig nach unserem Boot aus irgendwie. Ne, da hinten steht. Oder? Ne. War das doch das, was ich eben gerade aufgelöst hat? Da war gerade die ganze Zeit so ein fähiger Holzkasten. Aber war weg. Ich glaube, das ist weg, Kuri.